Moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dorfromantik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe mich entschieden, dass wir den Fluss hier unten hinsetzen. Und die Bahnschienen, das hatte ich mir auch schon mal gerade angeguckt, das wäre total cool, macht uns aber nur hier wieder, bringt uns in Spulitäten. Ja, wäre auch eine Variante. Aber ich hatte jetzt eher daran gedacht, wobei das vielleicht echt gar nicht so schlecht ist. Das geht in die eine Richtung und die nachfolgende könnten wir hier oben auch dran setzen. Und ich will natürlich hier diese Mission erreichen, diese Aufgabe erreichen. Wobei das deutlich einfacher ist, das dann wieder anzubauen. Und das setzen wir nämlich so hin. Dann haben wir so in alle Richtungen, können wir dann da nochmal gehen und das fände ich besser. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ansonsten würde das hier alles nicht funktionieren. Das klappt. Also, da haben wir eine sehr gute Variante. Haben wir eine andere Stelle, wo wir das noch in einige Perfects umsetzen können, aber es scheint nicht so. Also hier brauchen wir wieder Bäume. Hier brauchen wir auch Bäume. Dann ist irgendwie das hier die beste Möglichkeit. Ja. Nee, also da brauchen wir eigentlich auch zwei. Hier brauchen wir Felder. Nicht ausreichend Bäume. Nicht ausreichend Bäume. Das passt aus mehreren Gründen nicht. Das passt leider auch nicht aus mehreren Gründen. Dann würde ich es hier hinsetzen. Das hatten wir schon ausprobiert. Genau, das passt dann nicht. Das würde auch gehen. Wollen wir so in die Richtung einmal schauen? Nee, das finde ich sinnvoller. Ja, könnte man machen. Spricht nichts dagegen. Also, dass wir hier als nicht die Karten bekommen, die wir so dringend brauchen, ist doch unglaublich frustrierend. Ja, setz lieber hier unten an. Das geht alles nicht. Das hier geht nicht, das bringt nichts, das bringt nichts. Also hier hätten wir eine Möglichkeit.
eine Möglichkeit und hier hätten wir eine. Das baut aber kein Perfect groß auf. Wobei man natürlich müssen schon noch gucken, dass wir hier weitermachen, ne? Wobei, wenn wir das verbinden, dann haben wir es. Ich würde so gerne einmal vorher in die Karten alle reingucken. Achso, wir hatten das letzte, vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Folgen hatten wir mal kurz drüber gesprochen, was denn noch cool wäre so an Features. Und ihr wisst ja, ich fantasiere da immer ganz gerne. Und es wäre so, dass du einen Würfel würfeln kannst und dann zeigt er dir die 10. Karte oder sowas noch an. Also er spult vor und sagt in der nicht immer nur 3 Karten vorweg, sondern er zeigt dir dann einmal 5 Karten im Voraus an. Und wenn du eine verbrauchst, dann wären es plötzlich nur noch 4 und so weiter, bis du wieder bei 3 bist. Also du hast so ja noch so irgendwie so ein paar Abilities. Das finde ich immer ganz lustig. Tja. Das hier ist irgendwie alles total Müll. Das kann ich alles nicht verwenden. Das würde gehen. Das würde nicht gehen. Das würde gehen. Das würde gehen. Also 3 Stellen haben wir, die wir setzen können. Exakt 35. Ja, gutes Meer. Großartig. Exakt 35. Ich habe keine Stadt, wo ich ansetzen kann, um 35, exakt 35 zu bekommen, aber genau, also das wäre jetzt auch so eine Entscheidung, ich würde das, nein, das geht nicht, das ist kein Perfekt. Oh Mann. Ich hätte das jetzt lieber hier hingesetzt und auf diese Quest gepfiffen, weil das hätte 2 Perfects gegeben. Der hier. Und der hier. Und mit dem nächsten hätte man dann hier auch noch ein Perfect bekommen. Ist aber nicht. Und ja, ärgerlich. Ich glaube, gerade so irgendwie um 2 Häuser oder sowas passt es nicht. Aber da können sie mir erzählen, was sie wollen. Die haben genau geschaut. Was ist die größte Stadt? Die nächste Quest ist genau etwas kleiner. Das ist wieder so eine Special-Karte. Mach das nicht, Christian. Nee. Es würde eigentlich schön reinpassen. Aber das ist wieder die Ultra-Special-Karte. Also, weil die halt hier reinpasst, könnte man die halt nehmen, ne? Die nächste Karte würde hier reinpassen. Und dann hätte man hier jetzt nur noch eine, wo man... Die dritte Karte wäre es nicht, weil die hat gar keine Bäume.
Aber so könnte man nochmal das angrenzen und dann. Na, passt mir eigentlich nicht. Es passt mir nicht. Aber bis ich jetzt 35 Häuser irgendwo zusammengeklatscht habe, dann nehme ich lieber jetzt und stecke hier nochmal für 32 was rein, ne? So. Und das machen wir auch. Und das hier geht halt jetzt leider nicht. Da müssen wir dann gucken. Okay, also hier haben wir noch eine gute Anschlussmöglichkeit, weil das hier würde das ja beenden an der Stelle. Aber wir machen das allein wegen dem Perfect. Und hier oben, hier können wir noch ansetzen und hier können wir. Also drei Stellen haben wir noch, um das noch erweitern zu können. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir das hinkriegen. Aber wir brauchen genau 9. Ja, großartig. Haben wir nicht. Haben wir nicht, Master. Wir können jetzt hier einfach ansetzen. Gut ist. Nope. Nope. Haben wir auch keinen Vorteil, wenn wir das jetzt miteinander verbinden. Also. Weil das. Wir wollen ja die Perfects haben. Sonst würde es halt einfach nicht geben. Also das geht nicht. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das würde gehen, das würde gehen, das würde gehen und das würde gehen. Dann würde ich lieber so laufen, oder? Oder so. Habe ich hier nochmal so ein bisschen offener. Die Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich daran scheitern werde. Dass ich das dann. Ab wann sagen wir, ne? 10 Karten? 10 Karten kann schon ganz schön tricky sein, da eine zu finden, die auf zwei Schrägen das verbindet. Kann schon ganz schön tricky werden. Ich meine, das sind 15, 15, 20, 20 Karten würden wir verdoppeln nochmal. Nee. Das mache ich nicht. Ich will nicht. Ey, dass diese Karten nicht da kommen, rankommen. Das ist Stadt. Ja, machen wir so, oder? Ja, was auch immer. Ansonsten haben wir keinen. Nee, das geht auch nicht. Kein Wasserbedarf. Nee. Nee, das würde eh nicht passen. So. Das passt.
Das machen wir. Oh, genau 16 Felder. Aber pass mal auf. Ich mache jetzt, ich meine, das ist mir dann natürlich auch egal. Aber wir machen das jetzt auch hier mit den genau 16 Feldern. Aber ihr wisst, was dann passiert, ne? Als nächstes kommt genau die Karte, die wir brauchen. Sehe ich sie da sogar schon? Ist die dritte Karte eine, die wir verwenden können? Also wir haben, Moment. Weil das ist eine super wichtige Info. Dort ist das Haus. Links vom Haus, wenn wir jetzt an der Kante stehen, links vom Haus ist das eine Feld, rechts ist das andere. Gegenüber, oh geil, wir haben eine. Wenn ich jetzt nicht total falsch liege, dann haben wir eine. Das heißt, ich drehe mal. Hier an der Seite ist ein Haus. Und hier ist noch ein Feld. Ja. Und hier ist noch ein Feld. Haus, Feld. Nee. Nee. Okay. Aber, nee, das auch nicht. Aber geil, dass wir da jetzt, wenn nicht alle Stricke reißen, genau die Karte haben, die wir brauchen, um gleich nochmal 20 Punkte zu kriegen. Also 20 Karten, nicht Punkte. Sorry. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das halt einfach hier... Nee, ich glaube, ich bleib hartnäckig. Wir setzen... Nee. Wir setzen das hier hin. Oh, wobei, das ist natürlich schon... Also dann kann ich es auch woanders hinsetzen. Das kriege ich nicht miteinander verbunden. Das ist... praktisch nicht möglich. Nee, das machen wir nicht wegen der hier. Auch nicht. Ich bin so voller Vorfreude auf diese Karte hier. Wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ist es genau die Karte, die wir brauchen. Ja, irgendwie passt das, wenn wir das hier hinsetzen. Können es auch hier hinsetzen, aber... Nö, ich setze sie jetzt hier hin. So. Und die haben wir auch. Mich dritten Pferd. Da. Das ist es. Sowas von nice. Sowas von nice. Und damit hören wir auch auf. Ich sag's euch, damit, also nee, nicht mit dem, aber mit der Folge. Damit hören wir auf. Wir haben es endlich geschafft. Es hat sich ausgezahlt. Ich freue mich sowas von, ey. Die zwei Karten direkt hintereinander, genau die, was wir brauchten. Großartig. Mehr brauche ich für diese Folge nicht mehr. Ich sag vielen, vielen Dank. Lasst mir doch ein Like, ein Subscribe da. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr davon haltet, dass wir jetzt so durchgehalten haben und darauf gepocht haben, genau diese Karten haben zu wollen. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.